Okay, wollen wir ins Hauptmenü gehen? Weil at the main menu enter the code listed below, then in gameplay enter the following button. Oh, guck mal, kennen wir gar nicht. Game over. Danke. So, hä? Wir sind im Hauptmenü. Das ist geil, das sind nicht die Gamecodes. Ach doch! Und ist doch, warte mal. Ja, ich lausche. Gespannt. Sind die Game FAQs wieder, ne? Enter the code listed below. Ja, genau. Ist das der hier dann? Weil below ist hier nix. Ja, was sind die Codes? Nein, nein, aber das sind die Combinations, die du im Spiel machen musst. Nein, da steht. Doch! Nein, hier steht. Doch! At the main menu enter the code listed below, then aber in gameplay the following button. Aber das ist aber nicht gelistet. Ja, eben, sag ich. Deswegen meine ich ja, dass das das hier ist. Ja, genau, also, stimmt, ja. Also, der Code hier. Der da. L2, R2, L1, R1. Also, warte. L2, down, up, left, right. Okay, soll dann irgendwas passieren? Das steht da, glaube ich, nicht. Ich check mal gerade, bevor wir das... Weil dann wird halt aktiviert und dann kann man im Spiel L2 und Dreieck halten und dann bekommst du zum Beispiel so Kram. Ja, aber ich guck mal nochmal einen anderen. Ja, nee, das sollte das sein. At the main menu, der da ist es. L2, L2, L1, L1, down, up. Ach shit, jetzt weiß ich nicht. L2, Okay, jetzt habe ich es eingegeben, okay. Aber... Dann lass einfach mal versuchen. Steht da irgendwas? Nee, ne? Dass da irgendwas passieren soll? Nö, steht hier nichts. Lass einfach mal probieren. Jo, probieren es mal. Nicht neu spielen. So. Und dann L2 plus Square. Was macht das? Das macht volle Energie und ein extra Life. Oh, hier gibt es auch einen für alle. Ja, das ist doch richtig. Okay. Ja. Ich dachte, Titan wäre das, wo wir gegen den großen Typen gekämpft haben. Nee, das ist das. Wir können auch uns die Framerate jetzt anzeigen lassen. Was? Ernsthaft? R2 und Dreieck. Da können wir mal gleich testen, ob es klappt. Gleichzeitig, ne? Soll ich es vielleicht hier eingeben? Nicht im Hauptmenü. At the main menu. Steht hier. Halt mal da R2 und Dreieck. Ach so. Nee, da komme ich nur hier hin. Probier's mal. L2, down, up, left, right. Halt mal die Schultertasten und mach dann down, right, left, right. Oder was auch immer das war. Nö, das hier. Probierst du jetzt nochmal im Spiel nochmal? Verdammt. Jetzt R2 und irgendwas. Da lag noch ein Trank hinter dir, das haben wir jetzt gefunden für später. Rechts von dir war ein Trank. Hinter dem Baum. Oh, sogar ein. Oh, jetzt. Oh, da war eine Magie. Super Schaden. Ah, sehr gut. Das könnte jetzt schon helfen, Tom, wenn der Boss, je nachdem, wie viel Schaden das macht. Ist das gerade zu viel laut? Ich glaube, du könntest, wenn du es schaffst, bis in diese letzte Phase zu kommen, vermutlich letzte Phase, wo nochmal Gegner spawnen, und du dann das Chakram noch hast, könntest du das benutzen und dann werden die fast instantly getötet. Dass man beim Blocken halt noch Damage kriegt. Oder du benutzt es halt hier und kommst dann irgendwie zum Boss, ohne Schaden genommen zu haben. Das geht natürlich auch. Wenn man sich da links oben drauf stellt übrigens, soll man ganz gut scouten können und die mit deinem Chakra da ein bisschen... Ja. Ja. Stand auch noch da. Kannst du nämlich da zum Beispiel weghauen. Haha. Manche von denen spawnen halt erst. Ja. Ich glaube, du kriegst das hin, weil ich muss echt was essen. Ja, tut mir leid. Nee, ist gar nicht als Verhofft, aber bleib da oben. Bleib da oben. Ich dachte, jetzt müsste ich halt vorgehen, dass Leute spawnen. Okay. Ich habe übrigens noch andere Codes gefunden. Auch fürs Hauptmenü? Das Ding ist, steht da halt immer PlayStation 1 oder? Weil es gibt ja wohl. Jetzt habe ich die PlayStation 2 Version. Ja, okay, naja. Das natürlich nicht. PlayStation Version. Also PSX ist das jetzt hier. Das ja. Hier ist es jetzt dreimal hoch, Kreis, Dreieck, hoch, rechts, links. Ja. Und dann soll ein Sound kommen. Okay, dann müssen wir uns das mal. Wenn du jetzt nochmal stirbst, falls du jetzt nochmal stirbst, dann merkt man es. Yes. Ah! Okay. Wenn man die an der Wand kriegt, dann kommt man auch in so einen Loop rein. Diese Geräusche. Ah, da kommt. Ah, guck mal. Schalter da kommst du da rein. Da kommst du rechts drum. Da ist ein Schalter. Kannst du den mal mit deinem Chakra da kaputt machen? Ich glaube, wie du da reinkommst. Da ein Schalter. Na, da oben, da. Was für ein Schalter? Das ist kein Schalter. Was ist denn das sonst? Eine Textur. Ich glaube, das ist wirklich eine. Echt? Da musst du irgendwie reinkommen. Das habe ich vorhin auch schon mal probiert. Echt? Ja. Warum ist denn da diese Lücke dann da?
ich komme ja dann auch nur auf die andere Seite. Das ja, von, ja. Da von der Seite noch mal ganz kurz ran, ob das nicht doch ein Schalter ist. Es tut mir leid, dass ich kann ja von der anderen Seite da rein. Von da könntest du halt wunderbar Sniper von oben. Nice. Guck mal, du bist weg. Spring doch da raus, Tom. Spring doch. Drücke springen. Ach so. Und du bist doch gerade mal kurz gesprungen. Das war ein guter Versuch. Hey, okay. Sehr gut. Ich drücke springen. Spring doch. Drück doch. Ja, Kommt's jetzt nicht? So weit, so gut. Das muss aus der Entfernung sehr gut aussehen, dieser Kampf, weil du in Richtung... Wenn du die Kamera drehst, drehst du dich nicht mit. Doch, eigentlich schon. Doch, also, okay. Beziehungsweise die... Sie schmeißt normalerweise in die Richtung, wenn ich gucke, nicht stehe. Und krank übrig? Ich wollte ja jetzt mal... Stapel ich noch nicht. Da war noch einen, Sag, warte. Du kannst doch bestimmt da links drauf springen. Ja, das da, ja, das könnte man eventuell schaffen. Ja, das geht. Ich glaube, es geht. Wenn du gerade springst. Ich hier nochmal mal zeigen, dass das kein... Nee, ich habe auch gerade woanders so eine Textur gesehen. Kannst du das mal versuchen? Weil da ist, den Zauber zu holen. Let's give it a shot. Bam, bam, bam. Und dann vielleicht, bevor du dann springst, so... Genau, du musst noch einen höher. Ach Gott. Das war unten. Ja. Gegenteilige Richtung von dem, was ich meinte. Xena. Hey. So. Such nachher mal also Intro mit Musik vorne, raus übrigens. Das Ding ist, die springt doch weiter, wenn ich... Aus dem Stand? Nehme, oder? Ach, ist das so? Ja, das weiß ich nicht. Ja, weil hier mache ich nur so einen Sprung. Deswegen ist es immer am besten, schon aus dem Laufen heraus zu springen. Das kriegt ja noch nicht so mal Uncharted oder Purge heutzutage hin. Aus dem Lauf zu springen? Momentum. Ach so. Ja. Das geht komm. Aber. Ich glaube, kannst du vielleicht direkt nach rechts springen? Doch, direkt nach rechts. Frage ist, ob uns das so viel weiterhilft. Es ist halt ein Zauber, ne? Und die können. Zauber sind dann schon allein irgendwas zu. Oh. Gott. Irgendwas zu one-hitten ist einfach sehr viel wert, weil es mir dann keinen Schaden macht und ich dann mehr Tränke habe. Ist so. Ja, ich vertraue dir. Okay, also da rechts rüber kommst du nicht. Aber da links an den Steinen kommt man so knapp dran, wenn man das perfekt timen, muss man da hochkommen. Kannst du hier runterhauen oder mit deinem Ding eigentlich einsammeln? Mit deinem Chakra? Also, weiß blöde Idee, aber manchmal. Haben wir das jemals? Das weiß ich nicht. Ich glaube, so ein Dark Souls-Sprung, den man machen muss. Das kann sein. Wenn es ein Dark Souls-Sprung wäre, würde man sterben, wenn man den nicht. Guck mal, warte mal kurz. Das wäre natürlich cool, wenn man das mit dem Chakra aufnehmen kann. Kurz, kann ich hier noch einen Schritt gehen? Ich nach vorne drücke und nichts passiert. Wir müssen. Wir dürfen nicht so sehr ins Murmeln geraten, fällt mir gerade auf. Was? Wer murmelt denn? Let's Player sind wir. Ach, Quatsch. Ah, müssen wir da runter? Aber ich würde mich wundern, wenn es klappt. Schade. Ja, okay, pass auf. Guck mal bitte genau, wo du gerade hinspringen wolltest, diese Oberfläche an der Linken. So. Was ist da am nächsten? Ich glaube, es könnte halt besser sein. Naja, das ist da die Ecke. Nicht links auf die Ecke zu springen, sondern geradeaus. Also ich würde eher sagen, wenn, dann tatsächlich da links diese Ecke, weil die so ein bisschen noch in unsere Richtung zeigt. Sieht sehr spaßig aus. Wo ist... Achso, uns fehlt noch ein Gegner, oder was? Ja. Können wir gerade diese Pause nutzen. Gott. Aha, mein Gott. Vielleicht geht's einfach nicht. Geil. Verdammt. Nun ja, da ist ein Gegner irgendwo. Zwei, oh fuck. Willst du auf die Anhöhe rennen? Von denen du die snipern kannst? Sniper! Gab's da jemals einen Zaun? Nee, du meinst Hyper. Ja, eben. Ja, Sniper. Dass man da einen lustigen Gag draus machen könnte, dachte ich. Nee, kann man nicht. Schade, sagte er. Ach ja. Mann. Ich mag dieses Spiel an und für sich so gerne, aber es hat halt diese Kackstellen hier. Ich wurde letztens gefragt, ob Dr. Dre wirklich ein Doktor ist. Und? Ich habe erstmal provisorisch die Person ausgelacht, aber danach war ich mir nicht mehr so sicher. Die Untersuchungen laufen noch. Die Frage ja zu beantworten. Da habe ich aber gesagt, der ist wahrscheinlich genauso ein Doktor wie Captain Jack und echt der Captain ist.
Oder sind sie ein Doktor wie Dr. Genau, so ein Doktor wie Captain Jack. Ey, oh, Captain Jack, ein echter Captain ist. Ist ja auch schon tot. Macht jetzt irgendein anderer, der genauso aussieht. F65 haben heute einen neuen Song veröffentlicht. Ach komm. Ja, doch. Warum? Kannst du dir für 99 Cent bei iTunes kaufen? Nein, aber nicht. Hast du wohl, ich kenne dich doch. Hast du ihn gehört? Ja. Und? Ja. So, jetzt. Nee. Ich hätte das aufgespart bis zu der. Hast du vor allen Dingen nicht getroffen. Ja, Phase, aber man muss damit auch nicht zielen. Wo die Gegner respawnen werden. Also? Ich habe auch gar keinen Stab mehr. Die ist all going to hell. Oder? Nee. Mann, komm. Ja, also wegen dieser Cheats. Ja. Yep. Schade, war viel Vorbereitung leider für nicht sehr viel. Naja, aber doch nochmal eine Folge rausgekriegt. Ja, stimmt, doch, hat sich gelohnt. Hat sich gelohnt. Das ist doch bestimmt, was kriegen die so pro Folge? 2000 Klicks? 2000 Mark? 2 Euro? Ja. So ungefähr? Oder 1,50? Mhm. Nee, nicht mal. Also 1 Euro? Nee. 80 Cent? Bei nee. 2000 Klicks? Kommt nee. Nicht mal 80 Cent an? Nee. 50? Muss dir überlegen, mindestens die Hälfte hat Adblocker. Ihr Schweine! Ah, oh, gib mal kurz Cheater, ich geh mal kurz auf Toilette. Ja. Gehst du nicht auf Toilette, gehst du jetzt einen Döner essen, ich seh dich doch. Seh dich aber draußen schon rumlaufen. Vorsicht, du hängst doch am Kabel! Das war sehr, sehr euphorisch. Yay, endlich passiert hier mal was. So, probieren Sie jetzt, das ist leider, also dreimal oben. Der hier ist es. Up, up, up. Circle, square, up, right, left. Ja, da war der Sound. Da war ein Sound. Jetzt sind wir Invincibility. Wir können auch Full Shield and Attack eingeben. Aber ist ja egal, wenn wir unbe... wäre ja schon... Zu viel, ne? Aber warte mal, wenn... Also Full Attack nehme ich auch gern. Dann sind wir, sollte da schneller gehen, ne? Ja. Full Attack. Da, geht's los. Triangle, Square, Square, Up, Up, Up. Ja, okay. Nice, nice. Das waren Zeiten, wo solche Cheats wo einfach, einfach mal noch funktioniert ging hat. Und kein scheiß DLC ist. Und du hast ein Startgeräusch bekommen, dass du wusstest, es hat geklappt und dann ging das. Und das sind auch die zwei wichtigsten. Sind irgendwie Big Head-Scheiße oder sowas? Oder? Ey, sie ist ey, jetzt, nichts gegen Big Head-Mode. Nee, nichts gegen Big Head, aber bei so einem Spiel eher nicht. Obwohl gerade da. Sind wir nicht so wirklich unbesiegbar? Wollen wir gleich sehen. Gehen wir mal, drum mal kurz Pause. Ja, weil da schon mal alles voll. Ah. 4 und 4. So, und dann sollte... Sind wir dann unbesiegbar, oder? Ja. Oh ja. Oh. Wenn wir es jetzt nicht schaffen, dann sollten wir uns überlegen, ob dieser ganze YouTube-Channel dann ist das gibt. Doch gerickt, das Spiel. Guck mal, wie die trotzdem hier mich blocken. Ah, das sollte es etwas einfacher machen. Oh man, warum haben wir das nicht sofort so gespielt? Ich weiß halt nicht, wie... Meinst du, permanent laufen lassen? Weil ich habe keine Ahnung, wie man die wieder deaktivieren kann, wenn man das möchte. Wahrscheinlich einfach neu starten. Ja, das kann auch sein. Jetzt kriegen wir gar keine Achievements. Ach nee, warte. Ha. Oh. Was ist mit der Framerate gerade los gewesen? Keine Ahnung, die war ein bisschen überfordert, weil da ein bisschen viel gleichzeitig passiert ist. Ist sie wirklich immer noch? Nee, jetzt geht's. Oder? Ja. Wirkte gerade sehr slow-mo. Ja. Ach komm. Aber dass die PlayStation 3 da so, also im Sinne von wirklich Boost gibt, hab ich nicht gedacht. Das war mir auch neu. Ich habe jetzt auch nicht so viel PlayStation 1 Spiele ja auf der PlayStation 3 gespielt. Es gibt ja auch diesen Smoothing-Modus, ne, wo das so ein bisschen Filterung dazu packt. Aber ich finde, das sieht immer furchtbar aus. Ich finde das auch auf Emulatoren, wenn du einen SNES-Emulator laufen hast, das sieht so scheiß aus in den meisten Fällen. Mm. Ich habe viel lieber die Original-Pixel, die dann einfach hochskaliert werden. Dass es scharf ist, genau. Genau, ja. Dass es scharf aussieht. Ja. Oh, ich freue mich so. Der Olexon baut ja gerade mein Super Nintendo um. Ach, für einen besseren Output, ne? Für einen deutlich besseren Output. Ich habe jetzt aus Frankreich ein Original-RGB-Kabel für Super Nintendo für 30 fucking Euro bestellt. What? Auch da großen Dank an Onyxon, weil er gesagt hat, ja, diese Billignachbau-Dinger, die es in Deutschland gibt für 5 Euro, die taugen nichts, die machen ein sehr kaltes Bild und das Original macht ein schön warmes Bild. Da bin ich mal gespannt, was man ohne Emulator, weil das Retron 5 ist ja in der Form nicht mehr, das wir sonst über das Super Sports benutzt haben. Das ist in die ewigen Jagdgründe eingegangen. Endlich mal. Sein Olexon repariert das auch noch aus irgendwelchen Gründen. Aber dann zukünftige Projekte mit der Super Kreuzburg mit einem Original Super Nintendo, wo wir dann natürlich wieder Augen dran kleben. Da bin ich gespannt, wie da auch die Qualität ist. Glaube ich, vom Feeling nochmal wirklich was anderes. Ist dann so gute Grafik, ist es dann schon fast eine Illusion. Ich hoffe ja, dass dann Leute wie beim Gamecube, beziehungsweise bei Mario Tennis schreiben, das habt ihr doch mit dem Emulator aufgenommen oder so. Und ich dann schreibe, nein! Nope.
Wir haben nur ein 2000 Euro Device. Wenn du alle Teile des SNES ersetzt mit Computerteilen, ist es dann noch ein... Das ist ja nicht ersetzt, da ist ja nichts ersetzt. Das ist nur... Ja, das ist nur der Output. Nur der Output wurde ein bisschen... Ich habe letztens gesehen, Basti hat einen NES-Nachbau gefunden. Das wird so ein Block aus, was ist denn das, Zinn, Silber, keine Scheiße, also irgendwie sowas, aus Stahl. Zinn, ein Stahlblock gegossen. Wo die alles optimiert haben. Also es ist tendenziell genau dieselbe Hardware. Nee, ist es eigentlich nicht. Also total so gut, wie du es bauen kannst. Die haben da alles vergoldet und neue Chips reingelötet und bla bla bla. Es ist vom Grundding her genau das gleiche. Von der Technik her. Nur halt eben so High-End. Und das sieht halt aus wie der beste Emulator ever und kostet irgendwie 4.000 oder 2.000 Dollar. Und das kannst du dir auch in Gold organisieren. So ein Wahnsinnsblock in Gold für 5.000 oder 8.000 Dollar. Ist halt leider alles ausverkauft, sonst hätte ich natürlich so ein... Hättest du schon längst bestellt. Längst einen NES-Block gekauft, damit endlich mal die Spiele in perfekter Auflösung spielen kann. So was. Was funktioniert mit den Cheats? Ja, wir jetzt sind jetzt unvermutbar. Nein, ich bin einfach sehr gut. Der Cheat hat Tom einfach auch... Der Cheat hat Tom besser gemacht. Nein. Ich bin sehr, sehr gut. Habt ihr so gut rausgeschnitten, wie ihr den Cheat aktiviert habt, ja? Ja. Sehr gut. Was haben wir rausgeschnitten? Weiß ich nicht. Es gibt doch gar keine Cheatcodes für dieses Spiel. Das ist ein Zeitparadox, was hier gerade geschieht. Tom hat ist einfach jetzt in eine... Wir müssen so eine Montage dazwischen bauen. Wie ich wollte, so eine Xena-Montur. Man sieht so, wie die Sonne untergeht und Tom immer noch... Einfach nur so eine coole Einstellung, wie ich so ein Chakra vorbereitet zu werfen. Wie du so mathematische Berechnungen anstellst bei dem Kram und das Level abmisst und dann nachgebaut hast in Pappe und dann mit der Figur da drin rumhopst. Guck mal, wie vor allen Dingen die... In Berlin, aber bei Alexanderplatz stehst du und Leuten Chakras vors Gesicht, Chakrams ins Gesicht wirfst. Yay, we did it, guys! And now? Achso. Es dauert immer eine Weile, bis die Cutscenes triggern. Cheetah! Was ist das denn? Katze? Ich bin Kalapax, Großmeisterin der schwarzen Magie und schon bald Anführerin der neuen Weltordnung, die Götter für immer von ihrem Thron stürzen wird. Ihr haltet euch wohl für mächtig, nur weil ihr ein paar meiner Verbündeten besiegt habt. Aber sie waren schwach und ich brauche sie jetzt nicht mehr, weil ich eure Freundin Gabrielle in meiner Gewalt habe. Wenn sie auf meinem Altar geopfert wird, erlange ich ungeheure Kräfte und werde mächtiger als Zeus. Das werde ich verhindern, und wenn es mein Leben kostet. Ganz wie ihr wollt. Okay. Hades. Das war schöne Expo. Und wieder zumachen. War nicht schlecht. Ja, war das wohl. Gutes Spiel. Das war ja gute Exposition. Ich habe fast nicht gemerkt, dass da gerade Exposition getätigt wurde. Das war so sehr subtil. Du musst dir vorstellen, der Warcraft-Film ist das... Diese Szene. Auch mit den Gesichtsanimationen? Das stimmt ja nicht mal. Nein, das stimmt auch nicht. Kalabrax hat Xena in eine tiefe Erdhöhle geworfen. So kann man es auch nennen. Das ist ein Drachenhintergrund. Nachdem Xena wieder auf die Füße gekommen ist, stellt sie fest, dass sie sich in der Nähe von einem der Tore zu Hades befindet. Oh Jesus. What the fuck? Okay, hey, nach einem Endkampf, Bosskampf, kommt einfach ein Drache. Haben wir, aber wir sind jetzt nur unverwundbar, oder? Ja. Also, ja, ich mach den jetzt. Schau an die Decke, um Düsern zu besiegen. Doch, sind deine Waffen, die runterfallen? Muss da die Stalaktite. Schön, dass die Stalaktite Waffen einfach werden. Ist ja mega lame, dass wir jetzt so unverwundbar sind. Ja, das wäre bestimmt ein großer Spaß, wie ich das gerade sehe. Dich. Alter, guck, wie geil dieser Drache ist. Ja, das wäre richtig lustig. Das sieht aber cool aus. Das ist ja super cool. Komm, ich lock den hier auf die Feuer. Jetzt, da, jetzt, genau, jetzt werfen. Werfen. Ja. Werfen. Just as planned. Ich weiß, ich soll das da drüber treffen, aber... Aber wenn er in der Lava ist, Tom. Ja. Warte. Das sind die Zeiten für dich, dass da... Dass da so ein Ding ist. Ja. Hasse. Nice. Ah. Yes. Alter, kopier es dir an. Das mag ich aber. Ja, das ist ein bisschen schlauer. Das ist ein gutes Boss-Design. Der bleibt sogar kurz stehen da drunter. Ja, das kriegen wir. Das hättest du auch so hinbekommen. Das fände ich aber lustig, wenn diese scheiß Amazonen schwerer sind als so ein dummer Drachen. Total absurd. Je höher das Ross. Das war ein Drache, der hat auf keinem Ross gestanden. Oh, wir kommen zum Killen of the First Flame. Wieso denn je höher das Ross, desto tiefer der Fall? Weil sie mit Stein Drachen erschlagen hat. Ist da noch was? Nee. Sieht wirklich aus wie Killen of the First Flame. Ja. Gwyn, ich komme. Oh, sehr gut.
speichere immer ab. Gute Arbeit. Nicht, dass mir das verloren geht. Gute Arbeit. Ja, guck mal, das war schon. Alter, das ist so einfach. Wie viel Level hat das nochmal? Irgendwie 16 oder so, wenn das schon ein Level war? Ja, wir waren aber eben so knapp bei der Hälfte. Um hinauszukommen, muss Xena Hades selbst finden. Nun hat er die Macht, sie in ihre Welt zurückzubringen. Aber hier ist jede Ecke noch gefährlicher als die vorherige. In dieser Umgebung trifft man auf Tote. Und sogar Steine erwachen hier zum Leben. Ja, Tote und Steine. Die Straße zum Hades. Mm. Müllerstraße 7. Ich wohne in der Hadesstraße. Guck mal, das ist Xena im Feuer gewesen. Oh, Zombies. Aber was für eine coole Animation. Das stimmt. Ja, ich hab nicht gedacht, dass wir noch im Hades. Hey, ein bisschen Jump'n'Run. Oh, ja. Ja, was passiert, wenn du da reinspringst? Da wir unverwundbar sind? Das wird ja immer. Also die das ist einmal ausprobiert. Das ist jetzt voll Hugo. Das ist so Hugo. Das erinnert mich gerade voll insgesamt an God of War. Und zwar in God of War das Äquivalent, wo du diese Wand hochklettern musst. Was das frustrierendste Jump'n'Run-Erlebnis aller Zeiten ist. Und auch jetzt hier bist du im Hades und hast direkt auch Spaß mit Jump'n'Run-Passagen. Sind das Fledermäuse oder Hades untote Steine? Hadesmäuse. Oh ja. Ich brenne nur ein bisschen dann. Ach. Oh, ein Kristall. Mehr Leben, Gott sei Dank. Ja, das ist praktisch. Oh, die Musik hier. Ich hoffe, das nimmt uns keiner zu übel. Dass naja, ganz ehrlich, ob wir da jetzt 30 Stunden rumsitzen bei irgendeinem blöden. Oh. Hey, guck, Tom, die sind aber Stein. Nicht die. Tom, guck doch zum Stein. Tom, guck doch zum Stein. Ja, aber ich wollte hier gerade gucken, wie die hier. Au, 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 heiß! I knew it! Du kannst einfach da durchrennen. Ja, das ist zu easy. Wir probieren es jetzt immerhin. Bist du nicht gekommen? Nee. Oder? Bist du von da gekommen? Da, ja, von da bist du gekommen. Von hier bin ich gekommen, ja. Du bist da rechts weiter. Klonk, klonk. Jetzt geh doch mal weg. Oh, oh. Ist da was? Boah, ey, jetzt bin ich sauer. Jetzt schreibe ich in die Kommentare, jetzt habt ihr das kaputt gemacht. Das ist wie. Das ist jetzt bis eben war es mein Lieblings-Let's Play, ihr Ficker. Ja, komm. Ja, wie Jakob. Also, okay, das, ja, das nee, ich wollte nur Argument. Zustimmen. Achso. Achso. Ja, komm, ist zustimmen? Das klang jetzt aber auch eher wie Widerspruch. Ja, ich habe mir auch erst im Nachhinein überlegt, dass es zustimmt. Oh, so gut. Ich hasse dich, aber ich lieb dich doch. Ja, ich hab ja, erst nachdem ich gesagt habe, dass ich hasse, ja. Zu entschieden. Ich glaube, okay. Da musst du lang, wo diese brennenden Totenköpfe sind. Ich bin noch gar nicht hochgekommen. Dann spring doch rechts hoch, also links, wo es höher hochgeht. Bin unbesiegbar. Dem oh, was ist das denn? Ein oh. Boss. Und einen Schlüssel finden. Warum muss ich denn einen Schlüssel finden, um den Boss. Muss ich wirklich einen Schlüssel finden? Mhm. Das ist ja uncool. Oder alle Gegner töten? Oh! Der Kopf ist abgefallen. Oh, fuck! Cool. Da war er auch schon da rein, alt. Da rein. Da kann man einfach auf der anderen Seite durchlaufen. Echt? Da ja, stimmt, du kannst da links hoch und dann rechts. Wenn du da weiter. Da. Ach, also, ich finde das legitim. Dann rechts? Nee. Hm. Ja, ich nicht, aber mir ist es einfach egal. Ah, Schlüssel. Oder Schalter. Ja, ein Schalter. Voll der Doom-Schalter. Ja, einfach so ein Totenkopf. Naja, also, sich halt durchcheaten ist ja immer so, aber wie gesagt, ist mir jetzt einfach. Ich will ja eher sehen, was dieses Spiel zu bieten hat. Weil aber dann sehen wir wir sehen das ja nicht so wirklich, weil du gegen die Gegner gar nicht mehr kämpfst und dann vorbeirennst. Könnte man argumentieren. Kann man argumentieren, stimmt ja auch. Zu großen Teilen. Aber ich sehe genug. Ich kann es mir vorstellen. Dann sehen wir jetzt, was er zu bieten hat, aber sehen es aber ignorieren, was es zu bieten hat. Wir können ja aber auch. Ich würde sagen, nach dem nächsten Level gehen wir einmal ins Hauptmenü zurück und. Ich weiß nicht, ob man das so einfach kann, aber. Ob man die einfach eingibt und dann sind sie wieder quasi raus. Aber wir können ja den Cheatcode für maximal Angriff und Verteidigung, den können wir ja anlassen. Ja. Dass das es ein bisschen leichter wird. Vielleicht lassen wir maximal einen Angriff an. Weil war Verteidigung nicht auch so, dass du einfach keinen Schaden dann nimmst? Du nimmst dann schon Schaden. Außerdem kannst du das nicht einzeln tun. Okay, dann, da wäre ich bei dir. So, dass man immer noch ein bisschen. Ja. Weil ich ja befürchte, weil dieses Spiel tatsächlich sehr konsistent in seiner Inkonsistenz ist, dass wir sehr schnell wieder an einen Punkt kommen werden, was einfach wahnsinnig nervt und wir uns wünschen. Dann kann man das ja wieder anmachen. Richtig. Aber auch, guck mal, der Boss gerade, den hätte der schon gemacht, wenn der maximale Armor maximal. Er wäre einmal gestorben. Ja, aber das ist ja okay. Ja, ja, nee, klar. Aber ich sage, ja, das meine ich ja mit konsistent und inkonsistent. Ja, aber es waren ja immer so wieder so Gebiete haben, die einfach mega beschissen sind. Ja, klar. Aber ich glaube halt auch, dass die beschissenen Gebiete mit diesem Maximum an beiden Dingen dann gut machbar sind. Vielleicht stirbt man da noch ein, zwei Mal, aber das ist ja auch okay. Was ist das?
Golem ja, oder sowas. Aber der, ja. hat so Hufe. Ein Gargoyle war das. Hufen. Harfen. Warum ist dieses Tor wieder zu? Vielleicht musst du jetzt nochmal wieder den Schalter drücken? What? Warum? Und wartest auf oder die Cutscene, die nicht kommt? Eine Cutscene. Oder weil das zuging schneller und man muss jetzt da durchrennen? Hm. Ich würde versuchen, den Hebel nochmal umzulegen und dann schnell zurückzukommen. Da rechts ist auch noch das ein Totenkopf. Das ist nur Magie-Ding. Meinst du, man muss den Hebel noch hoch? Ich würde es mal versuchen. Achso, ist das, nee, das ist ein Schild. Ja. Okay. Läuft sie dann auch einfach durch? Na gut, war der Totenkopf? Da vorbei. Okay, da geradeaus. Yep. On it. So, mein Applaus wird sprinten. Weil wir haben ja auch gerade schon ein Tor gesehen, was langsam zuging, ne, Mats? Ja. Deswegen. Das war wohl richtig, Roberto. Ja. Hier langsam, vor allem nichts ist. Ja, das war gerade auch schon so, dass es ständig so bei der Türe auf. Ja, da guckt auch eh keiner hin. Haben sie sich nicht so mega viel Mühe gegeben. So, okay, ich finde, das ist ein Ausgleich für, wir sind lange bei diesem Amazon-Level da. Ich würde auch sagen, wir müssen jetzt mal aufhören, weil ich muss was zu essen bestellen. Mhm. Das heißt, wenn wir nächstes Mal weitermachen, machen wir die zwei Sheets an. Angriff und Verteidigung. Das ist nur ein Sheet. Ja, okay. Und dann, okay. So weiter. Genau. Okay. Die Fallen von Charon kommen dann. Pass auf, wo du herumspringst, Xena. Das wird lustig, Tom. Oh. Okay, machen wir nächstes Mal weiter. Bis nächstes Mal. Tschüss. Hunger.